I'm a G, but you knew this. Was geht ab, Leute? Der Panda ist für euch back am Start mit einem brandneuen Call of Duty Informationsvideo zu Black Ops 3 und ich wollte euch wirklich mal nur kurz auf dem Laufenden halten. Das soll nur ein kleines Input-Video dazu sein. Der Level Cap wurde ja gestern auf heute auch schon wieder erhöht auf Level 40 und jetzt nochmal auf 49. Das heißt, wir können Plünderer freischalten. Es gibt den Wraith, den Guardian, das Perk Ghost ist dabei, die neue Specialist-Fähigkeit Spectre, wo man sich unsichtbar machen kann und eben mit dem Schwert spielen kann und natürlich noch ein Assault Rifle, die XR2 ist noch freizuschalten. Die Beta wird jetzt auch nochmal einen Tag länger gehen. Diese Information habe ich von Dominik, der hat mir gerade nämlich auf Twitter, wie ich auch gerade auf Twitter, ein bisschen was gelesen, aber er ist früher drauf gekommen und dementsprechend danke nochmal an dich, Digga. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Er macht Black Ops 2, Black Ops 3 Live-Commentaries, ein echtes Biest auf jeden Fall in COD. Das reicht auf jeden Fall an Werbung. Digga, du schuldest mir jetzt auf jeden Fall 50 Euro, wie versprochen. Nein, Scherz beiseite. Wie gesagt, ich wollte euch nur kurz ein Update geben, nämlich, wie gesagt, die Beta geht noch einen Tag länger. Pacific Time 10 Uhr, das ist 7 Uhr in der Früh am Dienstag, GMT plus 2. Wenn ich genau richtig bin mit der Zeit umrechnen, ich werde euch den Zeitrechner auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr euch das selber mal ausrechnen und mir das auch glauben, was ich dann sage. Das ist auf jeden Fall korrekt. Ich bin mal gespannt, ich denke mal, sie werden es nicht weiter nach oben setzen. Das Level Cap beispielsweise, jetzt ist ja 49. Die Beta wird natürlich wahrscheinlich dann auch nicht mehr verlängert. Das ist die endgültige Verlängerung der Beta und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie die Black Ops 3 Beta dann auf der Xbox wird. Ich werde da wahrscheinlich auch vertreten sein. Versuche so viele Gameplays wie möglich natürlich für euch zu erspielen. Das auf jeden Fall nur dazu. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht das gut. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.